Abend. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir kennen diesen Saal sehr gut, sehr leer aus den letzten Monaten und sind immer überrascht oder sind jetzt überrascht, dass plötzlich so geklatscht wird. Herrlich. Ach, danke. Ostinato und Co. heißt der Abend und Ostinatos, sagt man neuerdings, Ostinati, verbindet sozusagen die Musik über die Jahrhunderte in der Popmusik sowohl so sehr verbreitet wie in der alten Musik auch. Man weiß gar nicht, wann es angefangen hat. Vielleicht war das Ostinato vor den Menschen da oder sogar sicher. Eines der berühmtesten Ostinati ist eben dieser abfallende Quartbass, wie die Fachleute sagen. Der kommt in der Passacaglia vor. Stimmt's? Lacht der Fachmann, lacht schon. Es gibt aber Passacaglien, wo das drüber steht. Wir waren uns eben auch nicht so ganz sicher, aber die Komponisten haben, glaube ich, manchmal einfach was drüber geschrieben und danach mussten es die Musiker spielen und das ist jetzt eine Passacaglia, haben sie dann gelernt. Passacaglia kommt von in den Gassen herumirren, ungefähr übersetzt. Eine berühmte Passacaglia, der Passacaglia-Bass, kommt auch in einem berühmten Beatles-Lied vor, nämlich gleich am Anfang. Das Lied heißt Girl und das können Sie im Programm ja nachlesen, wer von den Beatles es geschrieben hat, steht da auch. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, genug gequatscht. Willst du noch was sagen, Peter? Ja. Also, ich finde, man muss da wirklich im ganz Allgemeinen ansetzen. Also wir wissen natürlich jetzt, wir alle wissen, dass hier im Publikum professorales Wissen sitzt. Da werden wir uns jetzt nicht aus dem Fenster hängen und erklären, wie das genau entstanden ist. Aber was man mit Gewissheit sagen kann, dass es immer schon diese Situation gab für Musiker, dass fast alle auf der Bühne waren, einer hat gefehlt. Und dann sagte der eine, hey, fang doch schon mal an. Und dann machte der. Kommt der jetzt? Nee, ist noch nicht da. Spiel weiter. So, immer weiter. Und dann irgendwie hörten die so zu und dachten, hey, cool, dann improvisieren wir jetzt so ein bisschen drüber. Ist immer noch nicht da, der Typ. Und dann saß der Monteverdi wahrscheinlich da und hat dann. Cool, das werde ich mal fixieren. Und so ist Zefiro Turner entstanden, bin ich mir ganz sicher. Ja, also das nur als Exkurs. Und ich finde, was sich auch lohnt, wir werden jetzt einen kleinen Block spielen. Also erst kommt das Mädchen, also Girl heißt Mädchen, das junge Mädchen vielleicht auch. Und danach, muss man sich vorstellen, kommt ein tragischer Abgesang, weil das Mädchen den Jungen verlassen, den Boy verlassen hat. Und da gibt es diesen berühmten Heartbreak Hotel Song, den besonders Elvis Presley interpretiert hat. Sie wissen, Sings my baby left me, found any place to dwell. War alles, da klang es bei dem noch relativ harmlos. Und dann kam John Cale, falls Sie den kennen, wäre schön. Ist nicht schlimm, wenn Sie ihn nicht kennen. Der hat das dann zum wirklich tragischen Coversong gemacht. Und wir haben den quasi den gecoverten Song nochmal gecovert. Und dann hören Sie sozusagen diese Version von John Cale von Heartbreak Hotel. Und dann, es ist ja irgendwann ein Schluss mit traurig, kommt wieder ein Aufheller. Also nur mal, dass Sie jetzt eine Vorstellung haben von dem nächsten Set. Dann kommt der Aufheller in Form eines Grounds. Das ist nicht ein Grund, um gute Laune zu haben, sondern ist sozusagen man könnte auch sagen, die Grundlage, die immer wiederkehrende von einem Stück von Henry Purcell, wie auch immer man das betont richtig. Und das ist sozusagen die englische Version von dieser Ostinaten-Idee. Viel Spaß. Thank you.
'cause my baby left me, I found any place to dwell. Just take a walk down lonely street, straight to Heartbreak Hotel. Feeling so lonely, baby. Feeling so lonely, baby. Feeling so lonely, baby. I could die. I, I, I. Bellhop's tears keep flowing, and the desk clocks are dressed in black. They've been so long and lonely street, they never will get back. Feeling so lonely, babe. Feeling so lonely, babe.
Vielen Dank. Das wäre jetzt auch ein Ostinato. Eine Redundanz, nennt man das auch. Es ist jetzt so, ja, Sie müssen jetzt ganz schön viel verarbeiten. So kompakt haben wir jetzt hier die Welt, die Geschichte der Musikgeschichte, die Musikgeschichte, die Musikgeschichte zusammen komprimiert, von Queen über Purcell und so weiter. Das müssen Sie erstmal verdauen, denke ich, was drauf trinken, und das machen Sie in der Pause. Und die wird gleich am Horizont der Zeit erscheinen, nämlich nach dem abschließenden Stück, einer Giaconna. Und hier im Hintergrund, wie im Radio, kann ich jetzt quasi den ersten Teil abmoderieren, spielt nämlich der Lautenspieler, den wir später noch namentlich vorstellen werden, das Modell, schöne Harmonien, Gitarone und eine Gitarre. Gitarone klingt aber viel besser, finde ich. Gitarone klingt gleich, als ob ich viel mehr wüsste als die anderen. Gitarre. Ja, weiter. Ja, so, das ist jetzt die Situation. Ja. Stellen Sie sich vor, jetzt kommt eigentlich noch der Sänger, der kommt aber einfach nicht. Und wir, was machen wir jetzt? Ja, wir spielen Nono, Chio, Non, Mi Fido. Ja, von Dagio Merula. Wir haben überlegt, Merula ist nicht berühmt für seine Opern geworden, aber es kann ja sein, dass der unfassbar geile Opern geschrieben hat. Dass es irgend so ein Hochwasser gab in Venedig damals, 1660, nirgendwo eingetragen in einer Chronik. Und die ganzen Opernmanuskripte sind den Lido runtergetrieben, ins weite Meer hinaus, auf einer Insel gelandet. Dort sind die in einer Kiste. Und diese Kiste, das ist ihre Aufgabe, muss jemand finden. Die Opern von Merula. Thank you.
Thank you.
diese Stille, die wir uns erhofft haben, ja, nach diesem Lascia, in das mit diesen quasi wirklich Lounge-Akkorden unterlegt. Und jetzt nach diesem Runterfahren in eine erdige Stille und Ruhe kommen wir jetzt zu einem neuen seltsamen Mix. Sie haben ja alles Programm. Da ist eine Giaconna von Cavalli und die dann in das berühmte Hit the Road Jack übergeht. Und das ist auch ein guter Moment, die Musiker des Abends vorzustellen, oder? Was denkt ihr? Es ist nämlich ein Novum in dieser Lounge für uns, ein Cembalo dabei zu haben. Und am Cembalo, sehr spontan hinzugetreten, Daniel Trumbull. Und schräg hinter mir ein Bariton-Saxophon und an anderen Instrumenten Carola Elster. An der Laute, nur einer hat hier eine Laute in der Hand, Hans-Werner Apel. An der Violine, Andreas Pfaff. Und mit den vielen Flöten, Martin Ripper. Und der hier so wacker das ostinate Modell des Basses am Cello zupft, das ist Bo Bigget. Ganz unauffällig hält er mir das Mikrofon hin, damit ich nicht vergesse mitzuteilen, dass er auch am Programm mitgearbeitet hat und ganz viele Arrangements beigesteuert hat. Am Schlagzeug Peter Mauer!
Vielen Dank. Sie wissen bestimmt, dass dass Johann Sebastian Bach bei diesem Stück, was Sie gerade gehört haben, bei einer berühmten Band abgeschrieben hatte. Procol Harum hieß die. Die gab es, gibt es sie noch? Gibt sie noch? Weiß das jemand? Ja, die gibt es noch. War die erste Band, die eine Hammond-Orgel, Rockband, die Hammond-Orgel auf die Bühne gebracht hat. Und das fand Bach so toll, dass er eben dieses Stück dann abgeschrieben hat, leicht verbessert hat, wie Sie gehört haben. Hat er viel abgeschrieben. Wir sind jetzt schon fast am Ende und dürfen jetzt noch einen Gast begrüßen, nämlich Lisa Wehrhahn an der zweiten Geige, oder an der ersten Geige, besser gesagt. Lisa Wehrhahn ist verantwortlich für, eigentlich für dieses Projekt, denn das läuft unter dem Titel Klanguste barockt. Das ist ein Nebenprodukt oder ist eigentlich genauso wichtig wie das, was wir hier machen, ist, wir nehmen immer die Proben auf. Es kommt eine Puppenspielerin mit Klanguste, das ist so eine Languste mit sehr großen Ohren. Und die hört sehr gut und gerne Musik und die erklärt Kindern etwas über Barockmusik. Und das heutige Thema ist auch dort in dem Film, der dann in ein paar Wochen, wie lange dauert das? Wann ist der Film fertig? Ziemlich bald. Ziemlich bald. In wenigen Tagen. Der erste ist schon in wenigen Tagen, da ging es um Praetorius, jetzt habe ich es wieder, war ja dabei. Und jetzt geht es natürlich um die Verwandtschaft eben von Pop und Barock. Und Lisa ist eben da verantwortlich für diese Sache und ist nebenbei eine ausgezeichnete Geigerin, weswegen wir uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen wollten, mit ihr ein bisschen zu spielen. Und zwar die Giacona von Falconieri, das ist wieder ein typischer Giacona-Bass, wer gut aufgepasst hat, hat ihn so ähnlich schon gehört heute Abend. Und dann kommt als Rausschmeißer noch mal das, was wir jetzt anderthalb Jahre lang immer gerne gesagt haben zueinander und es fast nie machen durften. I wanna hold your hand.
läuft noch, das Mikrofon, das ist schön. Wir werden ja, die Lautenkompanie wird im Oktober, ist das richtig, eine Lauten-CD raus, eine Lauten-CD, eine CD, eine Kompaktdisc veröffentlichen, auf der neben ganz vielen Purcell-Stücken auch recht viele Stücke von den Beatles interpretiert werden auf solchen Instrumenten. Unter anderem auch solche, die wir heute Abend gespielt haben. Das, was wir jetzt spielen werden, wird nicht auf der CD sein, das ist nur für Sie. Help heißt es. Darf ich den Sänger noch vielleicht vorstellen? Ja, bitte Diva Bauer, ja. Ja, der Sänger, also die Diva. Ich bin so ein bisschen Diva. Ich muss ja auch, ich komme eigentlich später. Ich muss ja auch auf meinen jetzt noch extra geschriebenen Text gucken, den habe ich extra jetzt geschrieben. Der ist so ähnlich wie von den Beatles, eigentlich genauso. Jetzt im Nachhinein. Es geht ja auch darum, ich als ich jünger war und so, da brauchte ich Hilfe. Ja, fangt einfach an. Just anybody, help. You know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back to the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I needed anybody's help. But now those days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind.